Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Session hier auf dem BLA-Server. Ja, wir dachten, wir nehmen das heute mal ein bisschen auf und nehmen euch mal live mit dazu. Und der Tag-Nacht-Wechsel hat gerade stattgefunden im Interchange. Es sind Güterzüge, die entsprechend bedient werden müssen. Auch auf der Strecke gibt es entsprechend Sachen, die man mitnehmen müssen. Und wir fahren heute im Stream vor allem die Nummer 1 und den Orient Express. Das ist ein ganz spezieller Personenzug, den wir hier eingerichtet haben. Entsprechend in Orient Blau mit der Compagnie Internationale des Forgotten Lids haben wir hier entsprechend die Wagen. Und ganz zum Schluss haben wir den Salonwagen, der hier am Ende des Zuges eigentlich stehen soll. Wir sind momentan hier in Silber, sprich den Wagen müssen wir einmal drehen und auf der anderen Seite ranbringen. Das wird unsere allererste Aufgabe sein mit der Nummer 1. Und währenddessen haben wir entsprechend ein paar Leute hier auf dem Server. Und das wäre einerseits der Digimin. Hi Digimin. Hallo. Was ist denn deine Aufgabe für heute? Ich bin der Fahrdienstleiter für einige kleinere Szenarien nur. Und die Dispo. Dann hätten wir noch den Ecke 5515. Ja moin. Was ist deine Aufgabe für den Moment? Also, ich lasse mir jetzt gleich noch ein paar Holzwaggons anhängen und werde damit dann nach Connelly hochfahren und oben verteilen und alles, was voll ist, dann wieder mit runterbringen. Sounds like a plan. Und auch der Jack ist wieder mit dabei. Jack, wie ist denn dein Plan momentan? Einen wunderschönen guten Abend. Ich fahre heute die großen Jungs einmal quer durch die Karte. Große alles, Jungs? Was haben sie denn so an Zuglok? Da haben wir jetzt unsere neue 19 Pazifik A26 oder was das ist. Und ja, ich glaube, das Stärkste, was wir hier gerade haben auf der Karte, dementsprechend kriegt sie auch was hinten dran. Da seht ihr ja die gerade im Livestream. Das ist die BLR 19, die stärkste Lokomotive momentan. Und hier im Interchange haben wir entsprechend gerade die Wagen. Und das werden vermutlich zwei Güterzüge werden. Andererseits der, wo die 19 und die 19B gerade dran ist und der auf dem Nachbargleis. Mats, wir waren, wie schaut es bei dir aus? Was ist denn dein Aufgabengebiet momentan? Ja, guten Abend. Ich bin hier in Silver und am Rangieren und wollte gleich den Nahgüternzug neben dem Jack mitnehmen. Sounds like a plan. Das sind schon mal die ersten zwei, die hier weggehen. Gut, dann haben wir noch den lieben Sykes. Ja, also ich bin der Sykes und meine Aufgabe in der heutigen Session ist, ich bin der Fahrdienstleiter von Silver bis Government Island und werde unsere Lokomotiven hier sicher von A nach B bringen. Wunderbar, ja dann würde ich sagen, soll der Chaos mal starten, jeder mal sein Ding und los geht's. Also für alle, die was die FDLs jetzt stören wollen, bitte jetzt. Ja, ich würde mal sagen, Kinders, seid ihr bereit? Jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat? Ja, ich warte auf den Biermann. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Das heißt, der Zug 19 möchte bestimmt als erstes raushauen, oder wollen wir die Nummer 1 erstmal... also die Nummer 1 macht ihr Zeug erstmal von selbst im Handstellbereich? Ja, der Plan von der Nummer 1 sieht aus, dass ich... ist eine gute Frage, was mache ich zuerst? Ich werde erstmal umsetzen. Aber das mache ich im Handstellbereich fürs Erste. Genau, gut, dann kannst du damit anfangen. So, der Güterzug Nummer 19, wie sieht's mit dir aus? Bist du bereit? Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Eastwood, ja, ist Silver und dort hängen machen wir den Zug noch komplett, dann melde ich mich. Gut, in Ordnung. Die Malzbier, welche Nummer brauchst du noch? Ich bin die 11 und pack gleich dem Jack erstmal noch 12 Wagen hinten drauf. Passt, gut. Na dann, Tunnel, haben wir noch ein bisschen Ruhe. Eindeutig. Fürs Erste. Fürs Erste. Ja, danke, fürs Erste ist wichtig.
Also so schön wie der Orient Express auch ist, aber dass man den Panoramawagen umsetzen muss und umdrehen muss, ist ein bisschen nervig. Na, hoffen wir, dass das ohne große Malheure jetzt geht. Ja, hoffe ich mal auch. Nix da, was soll denn das? Das musste kommen. Kannst du gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, wenn du auf anderen Discord-Servern bist, genau diese Sounds nicht abzuspielen, weil keine Sau sie kennen wird. rein so mal für die Suchtumfrage, wie geht's euch so mit Wave oder kommt ihr davon noch weg oder seid ihr da voll mit dabei? Ein ganz klares Nein, kann man nicht. Also Railroader hat mich wirklich positiv überrascht. Also ich habe mir das gestern erst geholt. Ich hatte das auf meiner Wunschliste auch. Also ich habe auch eine Nachricht von Steam bekommen, dass es jetzt verfügbar ist. Und habe es nur auf den Bildern gesehen, war ein bisschen skeptisch, weil es ja auch noch Early Access ist. Aber dann bin ich einfach mal reingejumpt und ich bin hellauf begeistert von diesem Spiel. Also ein Spiel werde ich tatsächlich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr anfassen und das wird Railroads Online sein. Weil das hier bietet mir irgendwie so ein bisschen mehr. Und ich bin auch sehr gespannt, was noch in der Zukunft kommen wird. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen rumphilosophiert. Also ein Feature, was ich so wirklich hart feiern würde, wäre Telegrafenleitungen. Dass du zwischen den Posten wirklich so Offices hast, gute Nachrichten versenden musst und kannst. Kurze mit Frage, Fernmeldern und Co. Bleibst dann dran, ne? Bitte? Dran, ne? Ja, ich meine nur Malti, dass er da hinten dran bleibt bei dem Zug. Ich pack da nur hinten die Wagen drauf und widme mich dann wieder meinen Rangiersachen. Achso, okay, gut. Ich dachte, du fährst jetzt mit da hinten so. So, ich sehe, gab es schon eine zu. Perfekt. Ja, die A19, der stellt noch zusammen. Auch gut. Dann fährt er irgendwann wahrscheinlich als erster Zug los. Soll ich die. Die 11? Soll ich euch die Luft anklemmen? Och, ich klemm dich schon dran. Okay. So, Salonwagen ist dran. Det Funst. Irgendjemand nervt auf Discord. Nur los. So, ich bin ab. Lass knacken. So, da bist du ab. Wagen gekoppelt. Wunderbar. Zu die 19 für die Fahrdienstleitung, bitte. Ich höre. Dann würde ich jetzt gerne aus Sylvia East mit 38 Wagen einmal nach East Vitia. Jawohl, wird gestellt. Dankeschön. Frage an YouTube. Läuft der Stream da soweit flüssig oder ist es stockend? Ich sehe da ganz komische Sachen in der Vorschau. Also ich schaue auch rein, aber das ist flüssig bei mir. Okay. Die Nummer 1 in Disboro Yard. Ich muss mal ganz kurz aufs Hauptgleis. Damit musst du mir bitte kurz warten, weil der Zug Nummer 19 kommt jetzt aus Silber raus. Der Zug mit der höchsten Primus war. So eine Schande. Ja, aber der 19, der hat leider einen sehr langen Bremsweg von 500 Kilometern. Das ist also, der muss leider vorziehen. Das ist ein ganz ordentlicher Riemen. Genau. Hinter mein Gott ist flüssig. Alles gut. Also an YouTube, der Plan ist, wir werden den Wagen hier erstmal umlaufen und dann werden wir den Wagen hier auf die Drehscheibe packen, der hier,
werden den Wagen einmal drehen und dann auf die andere Seite ranpacken. Und dann fahren wir nach Silver Station. Und da fahren wir dann bis... Ja, wohin eigentlich? Bis... Alaka. Ja, genau. So der Plan erstmal. So, jetzt müssen wir erstmal auf den Gütezug warten. Genau, für den Zug Nummer 1, wenn dann 19 durch ist, darfst du dich dann in Bewegung setzen. 19. Ach, da ist die 19 Silver Station. Vorausgesetzt, der Wagen passt auf die Scheibe. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass er darauf passt. Aber bis das soweit ist, das ist übrigens der Dispatcher Station. Da hat es ganz viele Tafeln drauf. Aber gerade nicht unser Bier. Wir gehen mal wieder zurück in unseren Zug. Ich will euch eigentlich was anderes zeigen. Und zwar diesen Salonwagen hier. Wir machen hier mal die Tür auf. Jetzt sogar die Sachen hoch. Schaut euch mal, wie geil das hier aussieht. Luxus pur. Kann man da eigentlich mitfahren? Ja, das geht. Oh. So, hier nochmal so Private-Abteile. Zweimal. Und dann also unter Anführungszeichen die Holzklasse. Und dann geht's weiter. Hier ist nochmal die Toilette, I guess. Hier kann man nicht aufmachen. Und nochmal so ein Telefonabteil. Aber ja, man könnte hier mitfahren. So, Tür wieder zu. Da haben wir das. Kann ich mit dir mitspielen? Ja, so grundsätzlich ja. Muss erstmal auf meinen Discord-Server raufkommen und dann auf dem Server mitspielen. Alles ist möglich. 19. Was macht denn die? Die ist da. Tun wir die mal. Tun wir die mal stalken. Was? Was sagen? Er will dich stalken. Nö, Jack, ich stalk dich nur. Wie fährt sich denn so mit der 19? Ich glaube, der Yoshi kommt. Wie ist es denn so mit der 19 zum Rumfahren? Es hat Kraft. Gerade beim Rangieren ist man doch auf ganz schnell mit 10, 15 Meilenstunden unterwegs. Das glaubt man gar nicht. Also ehrlich. Ja, so sieht's ja aus. Also, ist die überhaupt damit ausgelastet, was du da hinten dran hast? Die Kombination bergab wahrscheinlich nicht. Einen schönen guten Abend, der Herr. Hallo. Herzlich willkommen und hallo zu YouTube. Yoshi, suchen Sie sich was aus. Ich war mal so frei und hab mal die 1 geklaut, ne? Aber ansonsten hat es noch genügend Loks. Fahrdienstleit ist momentan aufgeteilt zwischen Degemen und Sykes. Ach, was ganz Neues, das war ja auch nicht mehr nicht gut. Ja, just saying. Aber der Orient Express, der gefällt mir. Der Tick. Ja, vor allem gerade der Salonwagen. Den haben sie echt gut gemacht. Ja. Ah, Leck Express. Ich finde es sehr schön, dass Jack gerade, also was aus Versehen rüber ist, aber aus der Einfahrt immer noch nicht raus ist. Ja, es zählt gerade runter. Jetzt ist er raus. So, Bravura, du darfst dich jetzt in Bewegung setzen. Das glaube ich nicht, weil da kommt gerade Jack. Der kommt jetzt gerade erst bei ihm vorbei. Ja. Ach
so. Oh. Das ist ja da genau zwischen Bisbo und... Ah, Stein. Jetzt. Ah, oh, ja. Jetzt hab ich's. Ja, jetzt sehe ich's gerade. Das hätte jetzt böse geendet. Wir wollen nicht noch eine Lok kaputt machen. Nicht wie die auf der Drehscheibe. Das war noch... Nein, nicht. Bitte nicht nochmal. Nein. So, ey, gehen wir mal in unseren Manschkali hier wieder rein. Wobei das Gleis wieder frei ist. Bist du aber flott unterwegs? Ja. Was hast du denn drauf? Gerade mal 27,6. Boah, wirklich viel schneller. Ja, es sind um bloß 1300 Tonnen, also. Wird schon alles gut gehen. Ich würde sagen, hat er dir nicht den anderen Zug damit 1800? Das war mal. Oh, so fürs Vorhersagen. Das war ganz schön Schmerzgrenze. Ich hatte den doch heute Nachmittag. Ach so. Mit 2200. Hattet ihr schon? Ja. Mit drei Loks geschoben. Aber das kann man in der vorigen Serie gucken. So. Geht's mal auf die Abstrecke. Fahr ich gerade mal hinterher. Jo, ist sowieso ja, nicht so kritisch, dass das Ganze ist ja von einem Signal gedeckt. So. Bravura, wann kommt die erste Diesel-Lok? Das dauert noch, das kommt nicht. Okay, wir sind auf dem untersten. Ah, oh, klar. Alle fragen immer. Was habt ihr noch alle mit der Diesel-Lok? Ja, wir haben Diesel-Tankstellen, aber wir haben keine einzige Diesel-Lok. Ja, weil die auch viel günstiger sind. Also, aber nicht, dass wir die Diesel-Lok haben. Also, ganz ehrlich, ich fahre lieber eine Dampflok, wo ich eine Diesel fahre. Allein wegen der Nostalgie. Also Frage in den Chat, schaut es bei euch aus? Diesel-Lok oder Dampflok? Bin ja für erstmal dickste Dampflok freischalten und dann erstmal Diesel-Lok. So, ich fahre jetzt gerade nochmal auf die Hauptstrecke raus, wenn ich darf. Ja, ist erlaubt. So, der meint auch, Erdabflug. So, dann fahren wir einmal in das Gleis rein. Vorwärts und los geht's. Und dann wollen wir die Weiche hier mal wieder umlegen, damit der Block frei ist. Dann passt es wieder. Ey, Joshi, das zählt nicht. Das ist Teil des Teams. Ach, das ist doof. Ja, Josh, die kann auf beiden Seiten das sagen und am Ende wird es halt eine Stimme auf beiden Seiten sein. Das passt doch. Doch toll. Was macht denn die Elf momentan? Ja, ich rangiere ein paar Wagen in der Papierfabrik.
So, der Boss. Leute, nur weil die Aufnahme läuft, beziehungsweise Livestream, jetzt ihr ganz normal quatschen. Müsst ihr euch da nicht zurückhalten? Nö, wir halten uns nicht zurück. Ich beobachte deinen Discord-Stream, schaue, dass dir der 19er Gutes Thomas, also bis Ovidia durchkommt. Und ich habe ganz viel zu tun, eindeutig, bei mir sind alle Züge. Ja, genau. Eindeutig. Ich stehe hier und warte auf die nächsten Holzstämmenwagen. La 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 la. Freue mich, mein Gott, ich werfe E-Logs. Das ist die Tür. Da hinten. Geh da mal durch, bitte. Komm, wann machen wir Hybrid-Logs? Komm, in dieser Zeit einfach müssen wir noch kommen. Euro-Dual macht B. Alter, stellt sich mal vor, wenn es hier dann ein Mod-Support gibt, der ja kommen sollte, und das dann mit Logs geht und da vorne fährt hier in die Vectron rum. Ja, wollte schon sagen, Loks mit Atomantrieb kommen dann auch, oder? Giebel. I hope not. Oh, was, Giebel. Oh nein! Nicht Giebel. Um Gottes Willen. Da macht jemand Geld. Das Ding hat's gemacht. Das Ding. Ding. Da klingelt's in der Kasse. So, für den 19, dann ab Thomas Valley ist dich durchgestellt. Du kannst dann quasi runter in die Corneli Branch. 19 hier, also ich fahre garantiert nicht Corneli Branch rein. Ja, ich würde dir die Po. Den Scheiß. Genau. Ach so, ja. Es hat keinen Unterschied, es ist halt genau der gleiche Abschnitt, deswegen. Gut, so, dann. Die CBL 1 muss nochmal auf die Hauptstrecke. Ist gestattet. Besten Dank. Da fährt jetzt erstmal eh gefühlt nichts lang. Die einzige Zug, die bis jetzt ist, die 19. Die anderen warten. Sag mal, Yoshi, hast du das in der Vergangenheit eigentlich gemacht, dass du den Salonwagen gedreht hast? Ja, selbstverständlich. Also nicht. Na doch. Oh doch, oh doch, das hat er. Jedes einzelne Mal. Okay, gut ab. Irgendwie bräuchte man da so einen zweiten Salonwagen. Einen für jede Richtung. Und der andere bleibt dann einfach stehen. Hatten wir das Thema nicht gefühlt letzten 5 Tage oder so? Oh geil, das ist ausgegangen. Sehr gut. Dann fahren wir einmal da rein, da. Passt und Drehscheibe passt auch. Ja, so müsste es sein. Bestimmt kommen dann irgendwann mal Hybrid-Loks. Die fahren dann mit Kohle, Diesel und Strom. Ja, das wär's noch. Alle drei Sachen kann man sich dann aussuchen. Wollen wir fragen, wo ist eigentlich die Atomkraft her? Stimmt, das wäre auch noch eine Option. Andererseits hätte ich schon ein bisschen Angst, wenn dann so eine Atomlok entgleist. Das wäre dann vermutlich ein bisschen unschön. Rabura? Ja? Jetzt kriege ich gerade einen heißen Anruf rein. Und weiter? Egge, du musst mich unbedingt grüßen! Du musst mich unbedingt grüßen! Eindeutig! Hallo, kostet Christian. Extra! Boah, das ist aber knapp auf der Drehscheibe mit dem Salonwagen. Was? Schon. Ja, ein bisschen geht da noch. Ich wollte gerade sagen, schieben noch ein Stückchen weiter nach hinten. Ein Stückchen und wenn es kracht, dann noch einen Meter. Und genau. Dann mit Schmackes drehen. Da
wird der Saloonwagen einmal neu eingedeckt. Ja, mit Tempo 300. Wollte aber gerade sagen, wenn wir jetzt irgendeine Atomlok machen, dann dürfen wir aber bitte nicht die Drehscheiben nutzen, nachdem was da heute passiert ist. Oh ja. Also für alle, über die Drehscheibe nicht drüber fahren, wenn da kein Gleis ist. Endet nicht gut. Das führt nur zu echt unangenehmen Fehlern. Hat Bravura schmerzhaft feststellen müssen. Hä? Er macht nur die Drehscheibe. Was soll denn das? Aber sieht geil aus. Sehr nice. Okay. Wieder ran. Kohle durchknallt immer. Da wird die Greta richtig neidisch. Ja, aber wenn es nicht dampft, hat es doch keine Leistung. Was soll denn das hier? Oh scheiße, ich bin so langsam dran. Ich darf noch mal ran. Wer war das gerade? Ja, wo greife ich gerade auch? Also meine Frau würde jetzt sagen, du Sau. Aber da, ich weiß nicht. Jetzt mal dran. Gut, ich müsste noch mal aufs Abgleis raus. Bis dann. Also die 1. Dankeschön. Die Lok möchtest du nicht drehen. Nö, die erstmal nicht. Einmal. Verstehe, jetzt musst du nicht so deprimiert sein. Hast du nicht deine Eins. Profis, dann bräuchte man nichts mehr machen. Bravura, möchten Sie eigentlich noch ein Statement abgeben zu 17? Ich hab gehört, ich enthalte mich. Die richtig Spaß gemacht hat. Also er kann nichts dafür, er ist unschuldig. Das glaube ich nicht. Ich konnte schon was dafür, weil ich bin über den Drehscheibe gefahren. Da gab es einen richtig unschönen Bug und da hat die Lokomotive samt Tender ins Depot gefeuert. Ja, weil ich über den Drehscheibe gefahren bin. Also es war grundsätzlich mein Fehler. Aber ich kann es keinem empfehlen, über die D-Schreibe drüber zu pfeffern. Ist nicht so geil. Kann's oder man kann's nicht? Das ist wohl wahr. Da kennen wir doch noch so einen, der so mit den Drehscheiben hat. Aber ich war immerhin nicht auf 0 unten. Ich glaube, 50% war's. 50 oder 55. Guten Abend. Und sag Hallo zu YouTube. Ja, ich habe schon gesehen, gerade auf der Startseite. Das ist doch gut, wenn man das direkt sieht. Also such dir die Lok aus und Dispatcher sagt dir dann, was Sache ist. Ja. Ich versuche den Orient Express hier fertig zu machen. Nicht kaputt machen. Ich muss sagen, das Thumbnail macht was mach her. Das Thumbnail vom Stream macht richtig was her. Danke. So. Kamera. Danke. Ach, machst du schon? Aha. Ach, Jake, du rollst auch nur noch. Du machst gar nicht mehr, was Gastgeben angeht. Was eigentlich, ne, bräuchten wir hier für den Orient Express andere Wagen. Und zwar die mit den Faltbalken. Immer mal wieder mal so ein bisschen, mal so einen kleinen Schubsi geben. Passt schon. Ja, seh ich schon, ich hab dich gerade gesucht und war so, okay. Wo ist denn der ganze Rauch? Wenn dich plötzlich, ach, der rollt nur. Schönen guten Tag, Fahrkartenkontrolle. Ihr seid noch nicht bei einem Person halt angehalten, schon Parkkartenkontrolle?
Wird hier 49 Euro Spartarbeit. Leider nein. Wir sind hier Premium. Scheiße. Du hast doch hier. Und weg. Du hast doch Bundesbahnplan im Ticket, jetzt zeigst du mal raus. Ah, verdammt, jetzt hab ich. Jetzt hab ich mich selber abkoppelt. Nein, was ist jetzt los? Lecker Tag. Steigung. Nee, ist weg grad voll. Komm, krieg dich wieder hin. Stell die Weiche um, sobald du über das Signal bist. Erst direkt in die Seite kommst du. Gibt es irgendwo auf dieser Karte noch irgendeine Lok, wo keine Person drauf zu sehen ist? Im Depot. Also in den Weißen dürfte eine frei sein. Die andere durfte gerade reparieren. Das ist ja die 17. Ja, gut. Jetzt da ist einmal der Bryson Rangierer drin. Und die große Atlantic, die repariert wird. So, die CWL1 führt den Vordensleiter Disboro. Ich höre. Die CWL1 von Disboro Yard würde gern nach Silver Station fahren, da Passagiere aufnehmen, umsetzen und dann weitermachen für die Weiterfahrt. Ja, lässt sich einrichten. Darf ich losfahren? Ja, also sehe gerade meinen Cursor nicht. Was ist denn da los? Die Rangierer Bryson, aber weil die Crew der Assigned ist, die Rangierer Bryson heißt. Ach so. Ja, deswegen. Ich wundere mich schon. So, und jetzt mal was für unsere Zuschauer hier. Naja, alle fast fleißig Zuschauer. Ne? Alle mal schön mit dem Daumen da lang zu unserem Kamera. Ist die kleine Klasse. Halbklasse. Oh, sag ich nicht. Ne? Ich muss gerade sagen, ich gucke. Das war doch keine Einfahrt, was ist da los? Ich wundere mich auch gerade, warum das Signal nicht auf Fahrt geht. Soll ich kurz machen? Ich guck mir gerade zum ersten Mal hier diesen Engine Chat genauer an. Ich finde das ganz cool, auch mit dem Schornstein für die Loks, dass der Qualm sich nicht hier drin sammelt. Bravura, bleib mal bitte vor dem Signal stehen. Ja, mach ich. Ich muss mal ganz kurz neu einloggen. Ja, irgendwas haut mit meiner Kamera nicht. Spinnt die Elektrik? So, die Weichen durch auch mal zurücklegen. 2 an die 19. Ja, 19 ist fertig. Könntest du noch ein bisschen weiterziehen, dass ich mich dann dahinter dran einhängen kann? Ich wollte gerade sagen, Jack, willst du nicht einfach weiterfahren, so dass halt nur noch die Wagen neben der Hütte stehen und dann fährst, kuppeln wir ab, bremsen ein und du fährst direkt weiter. Oh, oh, oh. Eine Person connected. Man merkt ich das war ich. Der Currywurst. So, jetzt probier es nochmal mit dem Signal. Ja, Disboro Einfahrt ist immer noch gut. Ach, warte mal, ich stelle auch gerade das falsche Signal. Lull. Moment, haben wir gleich. Aber was ist denn mit meiner Kamera auf einmal los? Tun, du haben Bug. Okay, und gut. Danke, Jack. Ich koppel dann ab, ja? Bei dir. Hey, stopp, nicht fahren. Musst du nochmal zum Bahnsteig? Nö. Gut, dann kannst du fahren. Super, okay. In der Theorie sind noch beide Gleise Bahnsteiggleise. Inoffizielle gelten beiden, ja. Jetzt mal offiziell nur. Okay, anziehen. Jack, du kannst weiter. Danke. Jo, danke dir. Die 19 dann mit 26 Wagen weiter nach Wittier. Nach Wittier. Brauchst du da Einfahrt? Ja, ne? Hast du auch schon gestellt bekommen? Ja. Hast du schon gestellt bekommen. Genau. Die 2 an den MGL 3? Ja. Ich
würde kurz rausziehen und würde die Holzwaggons ankoppeln und würde dann hochfahren nach Cornelli. Ja, mach. Okay. CBL 1 an den Dispatcher Disboro. Ja, bitte. Ich müsste weiter nach Silbach. Jo, wird es gestellt. So, dann geht's mal weiter nach Silber. Einmal umleiten. Und dann beginnt die Fahrt des Orient Express. Wir haben das auf dem Server jetzt erstmal so abgemacht, dass der Orient Express, also den Zug, den ich jetzt gerade fahre, normalerweise Yoshi, die allerhöchste Priorität hat. Also jeder andere Personenzug oder Güterzug oder Rangierfahrt muss warten. Orient Express darf nicht anhalten. Gerade so als Nebeninfo für YouTube, das ist in Zukunft YouTube, wenn du gestern als Episode siehst. Der ICE. Oder was? Ja, gibt man so sagen, ja. Oder ach Gott, wie heißt das da bei euch in der Schweiz? Äquivalent zum ICE. Und der City. Oder dann in der City oder Express oder wie man es auch immer nennen will. Einfach in der City. Keine Ahnung. Deswegen frage ich. Ja, gehen wir mal auf realistisch. So an YouTube, das Spiel ist auch nicht so laut, oder? Gerade wenn ich in der Ansicht bin, kann man es so gut verstehen. Du fragst, wie sieht das eigentlich im Interchange wagentechnisch aus? Oder Interchange müsste leer sein. Oh. Ist der wirklich schon komplett leer? Nee, da müsste da noch ein Gemischtwagen rumstehen. Sag mal, in Silber steht noch eine 103. Was ist mit der los? Den habe ich gerade am Haken. Irgendjemand muss die 103 wegfahren. Da steht der andere Passagierzug. Ich wollte sagen, willst du den Passagierzug vielleicht nehmen? Obwohl, Yoshi kann den auch nehmen. Müsst ihr euch einigen. Warum steht bei der 103 Baby Mathem drauf? Eine gute Frage. Nächste bitte. Und wir sagen, nächste Frage bitte. So. Keine Ahnung, wissen wir selber nicht. Haben wir nicht benannt. Ist das keine BLR? Eben, ist es keine GBLR. Auch. Und ich, die Lok. Die Lok heißt DRGW. So, trotzdem die 103 müsst ihr erstmal weg. Weil ich komme da jetzt hin. Oh, ich bin da hinten schon. An den FDL Sykes. Ja, bitte. Mach mich jetzt auf den Weg nach Cornelli. Also mehr Handbremsen kann man bei der 103 aber auch nicht anziehen. Bitte? Sie dürfen. Ich mach mich jetzt auf den Weg nach Cornelli. Ja, Sie dürfen. Bei dir. Ach du, wie? So ein kurzer Zug und trotzdem so viele Handbremsen angezogen. Hat er ernsthaft jede Handbremse angezogen? Fast jede. Okay, an dich sollten es eigentlich nicht die alle sein im Zug. Es war fast jede Handbremse. Und der Regler war noch ein kleines bisschen offen, oder hast du den gerade aufgemacht, Yoshi? Nee, ich hab nur Select gemacht. War der Regler noch offen? Ist doch gut, Bravura. Dau. Und hinten rein. Die 19 für Westfahrtdienstleitung. Ja, bitte.
Und zwar, ich würde dann gerne weiter nach Preisen 5 Fragen aussetzen. Nach Preisen wird gestellt. Dankeschön. So, 103 auf dem Weg von Seranov Interchange. Ja, und ich glaube, ich muss ein Display Wasser fassen. 1700 Galonen ist ein bisschen wenig. Etwas, ja. Du weißt nicht dann Bescheid, dass wenn du dann kommst, dass wir dich dann nochmal auf die Seite nehmen zum Wasser fassen. Ich weiß nicht wieso, aber seit knappen 5 Minuten habe ich FPS-Probleme ohne Ende. Eine Idee? Ja, das könnte sein, dass der Server ein bisschen gestresst ist, nachdem ich jetzt nebenbei noch OBS am Laufen habe. Ja gut, was haben meine FPS mit dem Server zu tun? Weil ich der Server bin. Ja, was haben meine FPS mit dem Server zu tun? Wir hatten das schon auf dem Notebook, wenn das Notebook gestresst ist, also der Dedicated Server unter Anführungszeichen, dann ist auch der Server Performance schlecht. Ja, was hat meine Bildrate mit der Server Performance zu tun? Ich frag nochmal. Eben, wenn der Server ausgelastet ist, dann ist auch deine Performance schlecht, weil damit irgendwas nicht hinterherkommt. So. Scheiße, ich bin viel zu schnell. Danke, Yoshi. Frage, gibt's denn am Interchange irgendwie Abstellmöglichkeiten oder sind das alles Industriegleise hier? Ja, auf den Zubringergleisen. Entschuldigung, was? Och, kannst dazwischen parken. Wenn ich die brauche, dann räume ich die mir die einfach frei. Du hast Dispo 3 lange rangiert leise. Also, Dispo bewedert. Die 2 an den FDL zeigt. Ja, bitte. Ich teile die 3 und ist wieder komplett alles zurückgereicht. Ja, ja. Hab ich gesehen. Perfekt. Okay. Ja. Wo ist ein Interchange? So. Klingt der wieder vorne gewesen. Moin, Henno. Aber irgendwie ist auch bei mir so ein bisschen am Rumlecken. Also, Raywater ist gerade irgendwie nicht so ganz glücklich. Nö. Ich kann da nicht mitreden, bei mir leckt es nicht. Bei mir auch nicht. Okay. Dito. Oh, jetzt kommt da noch ein Güterzug. Check. So, Hammer. Welcher Zug ist da gerade am kommen? Dispo für die 19. Ist das ein privater Server? Ja, so semi-privat. Also du musst auf unserem Discord-Server sein. Discord.gg/ProboAlliance. Und Dann kannst du mit uns mitspielen. Aber grundsätzlich für die ganze Community offen. 19 hört. So, Passengers. Nehmen wir mal alles mit hier. Timo, ich bin der Gütermann, der da den Silberabfall bereit ist, aber wahrscheinlich soll da erstmal der ultra wichtige Fensterzug fahren, oder was? Ja. Ich habe mich gerade zufällig in Bravuras Passagierwaggon rein teleportiert. Interessant. ich teleportiere den silberäuchlichen Passagierwagen.
Das Lenken kann in den Lichtern liegen, die man in Passagierwaggons, Loks und Bremswegen anschalten kann. Ah, okay. So, schauen wir mal, dass Zugschluss soweit verruht ist. Wisst ihr, wollen Sie mein Schaffner sein? Bin ich doch schon. Sehr gut. So, der Güterzug, der da neben dir gerade noch am Rollen ist, da muss bitte warten. Alles klar, Timo, ich warte. Das sind ja zwei Leute. Yoshi und, wer ist der andere? Finn. Finn wahrscheinlich. Ja. Ganz dumme Frage, ne? Bin ich der Einzige, der denkt, dass es bescheuert aussieht, wenn so eine Plattform auf ein Gelenk trifft, mehr oder weniger? Ist ein Ipo 8? Ist nicht voll, oder? Nee. Hey, was? Bin ich echt schon voll? Schaut so 60, aus. 60, 60. Ach du Scheiße. Da wollen aber ganz viele Leute mit dem Orient Express heute fahren. Gut, also dann die CIBL1 von Silver Station an den Fahrdienstleiter. Ja, Sie dürfen ausfahren. Fahrstraße ist gestellt. Sie können dann nochmal in Dillsborough Wasser fassen. Wunderbar. Klingt doch noch ein Plan. Dann fahren wir ab. Hier stehen immer noch 8 Leute, ne? Hm? Ja, und der Express ist voll. Ganz dumme Frage, ne? Wenn wir irgendwann die Berkshire haben, machen wir da auch Polar Express? Dann wollt ihr werden? Weiß gar nicht, wie viel hat der echte? Hat der 5 Wagen? Hat der 4 Wagen? Was? Viel mehr. Wir sagen so 26 Wagen oder sowas. Polar Express? Die Meldung, dann müssen wir echt reich sein. Und vor allem, der Polar Express, der hat doch eher sowas in die Richtung von den 1915er Wagen, oder? Ich müsste mir echt nochmal den Film angucken. Ich meine, es war sowas wie den 1915er Wagen. Auf jeden Fall, glaube ich, hat er die Schürzen gehabt zwischen den Wagen. Ja, ja. Da müsste was in Richtung 1915er gewesen sein, weil... Ja. Plattform hat er definitiv nicht gehabt am Ende der Wagen. Das war Bravura. Mhm. Willst du mal einen Cast geben? Ja, mach ich doch schon. Ich glaube bei 30. Guck mal vor deinen Zug. Ja, das zählt doch nicht, was du da machst. Ja. Betriebsgefahr, Personen im Gleis, Mimi. Nee, Personen auf Straße. Wer drin mit dem Zug? Ich hab dich gerade im Gleis gesehen, so ist nicht. Ich find's interessant, dass du in dem Spiel mit 40 Meilen die Stunde läufst. Allianz ist jetzt. Ja, wir haben es tatsächlich mal ausprobiert. Ab 40 Meilen die Stunde überholt der Zug die Person. Also, Jonas und ich haben es mal ausprobiert. Wollen wir nicht so schnell werden. So, Government Island übergibt dann den Zug 19 an Bryson. Jo, danke. Es sieht schon cool aus, das muss man definitiv sagen. Timo, Lok 11 mit dem Zug ist in Silver abfahrbereit und ich würde in Dillsborough noch ganz gern Vorräte bunkern und dann ja, einfach ja, da musst du einen kurzen Moment warten, weil vor dir ist noch die 1, das dauert noch einen Moment. Jo. Der will wahrscheinlich seine Bonzen-Lok auch noch drehen. Naja, das jetzt nicht, aber ich will was quassen. Bravura, weißt du, was cool wäre irgendwie? Was denn? Du hast doch eine Leuchte in deinem Observation Cabin, die noch funktionieren würde. Ja, ich hab doch meinen Zugchef mit dabei. Muss auch anmachen. Na, die geht leider nicht an. Die geht tatsächlich nicht an. Gut, Ende auswählen. Nein. Ah, shit. Das war zu viel.
Das hat jetzt keiner gesehen. Nein, niemals. Hurra. Haben Sie sich verbremst? Hat er niemals absolut getan. Nicht. So, Zug Nummer 11, Sie dürfen hinterher rücken. Zug 11, einmal hinterher, jo, machen wir. Zug 11, wo endet Ihre Fahrt? Ich habe hauptsächlich Alter, Wagen für Whittier und noch einen für Ila. Das habe ich nicht verstanden. Mal gucken, wie... Bitte nochmal. Hauptsächlich Whittier und ich habe noch einen Wagen für Ila. Erstmal nach Whittier oder so, dann gucke ich mal, wie ich das da mache. Okay, gut. So, jetzt. Also ich muss schon sagen, Jacks Zug sieht echt cool aus, wie lang er einfach ist. So, aber jetzt haben wir noch nicht gesprochen. Also wenn ihr jetzt alle hier einen Daumen hoch drückt, ne? Und vielleicht noch ein Abo da lassen, wäre mega. nebenbei, wir haben abgelaufene Verträge, ne? Ja, nicht so schlimm. Also Jack, ich habe dich jetzt auf Gleis 3 bestellt. Du ziehst dann die Wagen ab, stellst sie aufs Gleis daneben und kuppelst wieder an und kannst dann sofort weiter. Im Fahrtpreis in Gleis 3 und die Wagen dann auf der 4 aussetzen. Jo, habe ich mitgekriegt. Wir sind 19. Richtig. Dillsborough und Wilmot sind abgelaufene Verträge drin. Ich glaube, die CWL in echt habe ich schon längst gefeuert. Wieso? Weil ich mich zweimal in Folge verbremst habe. Aua. Also Bravura, du solltest jetzt nicht die Leute dazu bringen, Zug Nummer 11 abonnieren. Haben Sie gerade ein haltzeigendes Signal überfahren? Sollen das? Adisop? Du hast doch gesagt, dass ich fahren kann. Nein, das habe ich damit nicht gemeint. Oh, guck mal. Lass den Manager kommen, oder wie sollen wir das weitermachen? Du wartest bitte. Bravo hat den Block noch nicht freigemacht. Deswegen hättest du eigentlich auf Halt fahren sollen, Malzbier. So, Ladies and Gentlemen, die erste Station, Dillsborough, und dann geht's weiter auf die Strecke. Bravura ist durch. Nein, ist er nicht. Er wäre eigentlich die ganze Zeit schon hinter dem Signal gewesen. Nein, war er auch nicht. Er hat immer noch den Block besetzt gehalten. Na gut. Weil ich da getankt habe. Ich kann nur beurteilen, wie es hier so aussah. Malzbier, du setzt bitte hinter das Signal zurück. Ach du Heilige. Na, fast der zweite. Was ist hier so gerade hinterher? Ich glaube, ich rutsch mal hinterher. Da, abwart. Am Interchange. Ja, umständlich, aber geht. Ich meine jetzt so. Ein Ding von 5 Minuten. So ein Dreieck, weißt du? Nee, das haben wir leider nicht. Na gut, dann riechen halt bitte erst. Wenn du sagen kannst, dass du jede Station anwählen möchtest, und nicht alles einzeln anklicken möchtest. Das habe ich vorhin auch schon gemeint zu der Switchlist, dass man das dort auch machen könnte. Aber der Switchlist habe ich eh noch nicht gerafft.
Naja, da stehen halt einfach alle Wagen drin, die gefahren müssen, werden müssen und wo sie sind. Und das ist halt eigentlich sehr schön. Nur man muss halt jeden einzelnen Wagen einzeln eintragen, was halt doof ist. So, an den Zugchef vom Orient Express. Ich glaube, sie können mal durchgehen und erstmal mit den Snacks beginnen verteilen. Und Prosecco. Nächster Halt ist. Du kannst anhalten. Wilmot. So, 103 auf dem Weg von Interchange Silver. 103, bitte warten dann. Vor dem Blocksignal von Interchange. Mein Silver. Ja, von Silver, ja genau. Da wartest du bitte. Oh, keine Sorge. Nadel lesen kann ich. Musst du nochmal zum Wasser fassen irgendwo hin? Ich bin halb voll. Glaube ich. Ja. Jack, du bist voll genug wahrscheinlich, ne? 3000 Gallonen, das sollte bis Witt hier hoch reichen, dann würde ich nochmal nachfüllen. Ja, sehr gut. So, Timo, hab zurückgesetzt, kannst draufziehen. Das ist doch. Wie lange hast du gerade gebraucht zum Zurücksetzen? Fahr! Fahr, jetzt kommt der Zug von hinten! Jetzt kommt da was von hinten! Malzbier, das kann doch nicht dein Ernst sein! Du hast gesagt, fahr zurück, ich fahr zurück! Ja, wie lange hast Wer du hat jetzt den CBL-Wagen umgelangt? Ich hab 600 Tonnen Zug mit dem kleinen C-Kuppler da, das, und da geht's hoch! Yoshi? Ja? Los, komm, fahr! Hinter dir kommt ein anderer Zug! Haben sie den Wagen umbenannt? Ich bin gleich, weil das schon hell ist. Passiert. Ja, irgendwie das. Aber irgendwie stelle ich mir das cool vor. Hier ein Railroad oder so ein schön langer Zug mit 1915er Wagen und einer schönen Berkshire vorne dran. Ich dachte eigentlich, hier ist ein langer Güterzug mit 30.000 Tonnen. Einmal durch die ganze Szene mit Hast du schon wieder einen Kuppelbravura? Ey, sagst du Tunnel? Achso, Tunnel. Bravura, hilf mir. Kann ich denn jetzt? Hier kann man nicht helfen. Von. Ich bin in Silber schon wieder überhalb voll. Wieder. Yoshi? Jawohl. Magst du mal vor zur Lok kommen? Ich bringe einen Pfeffer und Kaffee mit. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder da. Leider ist das Spiel gecrashed. Und wir gehen gerade mal wieder rein. Da sind wir wieder in Discord. Stabiler ist. Manchmal. Und. Wir probieren es jetzt gerade nochmal. Server startet. Bravura, jetzt... soll ich was von meiner Leitung abgeben? Das ist kein Leitungsproblem. Mit einem Glück kommst du doch weit, oder? Ist stabil. So. Ich würde behaupten, Schweizer Internet sollte reichen. Normalerweise. Mhm. Ah, und der Express ist schon wieder abgefahren. Shit. Oh, ich muss in die Lok reinkommen. Bravura, existieren Sie? Ja, ich existiere. Ja, er existiert. Er existiert, aber er wird wahrscheinlich auch bei dem Server wieder starten, wenn wir den Stream wieder verbinden oder so. Soll ich dir was sagen? Ich bin schon drinne. Okay, Discord hört mich gerade momentan noch nicht. Ich muss ihn gleich mal fixen. Ich auch nicht. Ich habe ihn jetzt gefunden. Ach, jetzt. Was ich irgendwie ganz interessant finde, Railroader merkt sich das, dass ich das Passwort schon mal eingegeben habe. Ja, das ist deutlich besser als bei Railroads Online, wo du erstens das Passwort jedes Mal neu eingeben musst und zweitens du nicht mal Enter drücken kannst. Das ist erst mit einem sehr späten Update gekommen, dass du es entern kannst. Vorher musstest du nämlich so richtig der umständlich Zug war zu schnell. Auf Join drücken. Boah, umständlich. Oh Gott sei Dank ist er da rausgeflogen, wo der Zug gerade stand. Bei so, mir. Mikrofon.
Okay, Mikrofon scheint irgendwie... Ah, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ich glaube, Disco hört mich jetzt wieder. Ja. Ja, gut. Vibi. Yoshi, bist du in der Lok vorne drin? Oder wo bist du? Ich habe die volle Kontrolle. Gut, das war gerade aufregend, weil der Zug war gerade zu schnell. Das hat ganz schön gequietscht. Ach, das bisschen. So, jetzt wollen wir das nochmal. Mit Turbo-Kiebelfahrer passiert da nichts, da weiß ich, wie ich nochmal fahren kann. Ja, endlich bin ich im Wagen drin. Okay, können wir die Tür wieder zumachen. Du musst deinen Zug wieder abholen. Ja, ne, irgendwie. Okay. Die Pferde waren unruhig. Frage an YouTube, ist bei euch auch wieder alles in Ordnung? Passt der Ton etc. jetzt nach diesem schnellen Neustart? Schreibt es mal bitte rein. Ihr wisst ja, ne? Wer schreibt, der bleibt. Oh Gott. Ich habe mal gehört, wir wollten uns noch einen zweiten langen Personenzug basteln. Wir haben einen zweiten Personenzug. Nein, aus! Ja, wir haben einen zweiten Personenzug, aber ich bin in Silber schon wieder halb voll. Nein, den haben wir nicht nutzen dürfen. Oh, Gott sei Dank. Weil der ja auch jemanden gehört. Ja, der fährt gerade. Naja, 35, 41, 37. Oh, geil. Das Wagenschaukeln. Das hat man also gerade richtig gut gesehen. Ich find, du siehst bei den Loks am besten irgendwie. Oh ja. Wir können mal reinschauen. Irgendwie lädt dein Stream bei mir nicht. Aber Gedanken, ich glaube, der ist nämlich ganz wieder da. Der ist auf Logans. Ah, jetzt. Neuladen tut's. Oder auch nicht. Aber Gedanken, nein, tut es nicht eben. Der wiederholt einfach nur die letzten 5 Sekunden. Ich probiere dich an. Okay, ich schau mal ganz kurz nach, was da auf YouTube los ist. Bist verbunden. YouTube, was ist denn da los mit dem Stream? Livestreams. Dispatcher 403? Ja, meint eigentlich, er wäre live und streamt. Du kannst bis zum Einfahrsignal kommen. Von Dillsboro. Supi. Also, du wolltest dann in Dillsboro direkt durchfahren, ne? Ich hab Leute für Dillsboro. Ja, dann musst du nochmal zu dem Bahn steigen dann. Ja. Und dann wollte ich in. Was ist denn mit dem Maschinen? Hinkommen. Mit dir 3000 Gallonen, das sollte gehen, ne? Ich glaube, der kommt nicht drauf klar, dass du abgestürzt bist. Ich sehe auch gerade wieder nur Werbung anstatt dessen des Streams. Oder komm ich? Ja. Die 13 Fahrdienstleiter. In Basen. OBS. OBS ist natürlich super. Hallo YouTube, wir sind jetzt wieder da. OB sagt, meint, er muss mal wieder aufhören. Wir sind leider ganz kurz gecrashed, wir haben den Server wieder gestartet und Yoshi hat jetzt den Orient Express übernommen. Ich bin jetzt hier gerade als Passagier unterwegs. Sorry für den kleinen Unterbruch. Für Zukunfts-YouTube, ihr werdet es ein bisschen mehr sehen, aber Live-YouTube hat leider gerade einen kleinen Aussetzer gehabt. Hier kannst du fahren. Jo, als Fahrt für die ganzen. Fahrdienstleiter Nummer 103. Fahrdienstleiter hört. Ich habe mich da gerade nochmal umgeschieden. Ich fülle doch Wasser in Dillsboro auf. Gut, dann musst du kurz warten. Ja. Und Timo für die 11 bitte. Ja, bitte? Ich würde gerne in Dillsboro da von dem. Ja, wie heißt das Gleis da? Ja, ich guck. Qualität. Das heißt ja, vom. Vom. Ja. Von der. Ja, dem Gleis da am Bahnhofsgebäude an Wasser und Kohle dran. Da kannst du ja doch. Jo, dann fahr ich da hin. Da muss jetzt nur der 103 erstmal hinter dir kurz warten. Hat nicht, dass der auf dem anderen Gleis auch Fahrgastwechsel hat.
Theoretisch ja. Er will Wasser tanken. Aber ich will halt Wasser tanken, genau. Frage. Die 11. Wie viel Wasser hast denn du noch? Also ich muss mal gucken, so 2000 Gallonen, aber die verbraucht relativ viel Wasser, weil es relativ, weil ich die relativ hart prügel. Oh, das Signal kam plötzlich. Komm nicht noch ins Bett. Verstehe? Ja. In Windmühlen können wir dann wieder tauschen. Ja. Oh shit, wir sind de facto voll hier. So, die 103, hast du es geschafft, vom Signal zum Halten zu kommen? Ja, sogar noch weit vorher. Er muss ja ein gutes Stück zurück, oder? Was? Was musst du? Wo ist denn seine Lok? Die 11. Die 11? Rangiert gerade in den Handstell. An die Bekohlung. Genau, die rangiert gerade in den Handstellbereich. Du musst, wie gesagt, kurz vor Dilsburg erstmal warten. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, sind Dilsburg schon wieder 111 Leute stehen, die auf uns warten, ne? Kann man nun mal nicht ändern. Leute. Da ist mal einmal live, da kommen sie alle, ne? Also in Wilmont gibt es übrigens einen Wagen, der nach Interchange will, so nebenbei. Hab ich schon auf dem Schirm für die Rückleistung. Also bei solchen Fahrgastzahlen lohnt sich das ja doch mit dem Personenzug, ne? Ja. Hey, denken wir mal wieder ein hier. Hey, komm. Auf hier. Weil lieber hier. Gerade mal ganz doofe Frage, wie sieht denn das eigentlich aus mit Zukunftsplänen? Was ist denn so geplant? Für diese kleine große Eisenbahn? Ja, Strecke komplett ausbauen, Züge fahren, eventuell mal Diesel, aber primär Züge fahren, vielleicht mit Specials, Fleischberg und so weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Sinne von nächsten Rollmaterial, ist da schon was geplant? Nochmal? Im Sinne von was als nächstes Rollmaterial technisch kommt, ist da schon was geplant? Nicht konkret. Was halt benötigt wird. Ja. Timo, ich habe hier in Dilsburg noch zwei Wagen, die in meine Richtung gehen. Soll ich die mitnehmen oder hier lassen und möglichst sehen, dass ich auf den Pfad komme? Was sind das für Wagen? Zwei Bulkhead Flats. Haben die, sind die irgendeinem Auftrag zugeordnet? Ja, die sind da für Connolly Creek von ja Path Salary. Nummer? Connolly Creek wollen die hin. Nummer BLR 100388 und 103268. Sind die Wagen. 103268. Ich jetzt Checke gar nicht in der Liste. Na, sind da unten. Ach, da unten? Und welche Wagen waren das nochmal? Ein Balken. Die 100 und die 100388 und die 103268. Ja, hängt die dran, nehmen sie mit. Ja, da müsste ich noch einmal eben drumrum machen. Oder ich drück die, muss ich mal gucken, wie was macht. Kriegen wir hin. Jo. Also Frage an die ganzen Zuschauer, wie seid ihr schon mit eurer Strecke vorangeschritten in Wave oder? Oder habt ihr sogar euren eigenen Multiplayer-Server? Schreibt es doch mal kurz in den Live-Chat rein. Ich meine, für uns, wir sind jetzt hier, was sind es, 110 Stunden jetzt, 120? Zu viele. Ganz, ja, zu viele. Machen sie in der Gruppe und wir haben immer noch nicht alles. Also wir sind jetzt hier gerade bei Lager Junction unten, das haben wir, und wollen hinter Brooks noch weitermachen. Aber es ist echt viel Zeit vergangen, das Ganze. Aber so grundsätzlich, ne? Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit, nochmal neu anzufangen, wenn es hier fertig ist. Wenn wir dann alles haben. Aber ich glaube, bis dahin sind es nochmal 100, 200 Stunden. Nächste Ende nächster Woche ungefähr.
Wollte schon sagen, nächste Woche haben wir alles durch, passt schon. Wieso zum Teufel ist eigentlich mein Caboose der Train Crew Heavy Freight zugeordnet? War ja schon die ganze Zeit. Interessant. Es soll hier eventuell nochmal fürs Caboose noch ein Extra kommen, dass man dann irgendwie einen Plus kriegt. Für irgendwas. Ja. Also für den Zug 103, ich schaue gerade in Übersichtsplänen, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit. Also nach den Plänen ist es wirklich so, dass nur das Gleis 2, wo gerade der Güterzug steht, ein Passagierbereich ist. Das Gleis 1 ist ein Durchfahrgleis. Ja gut, klar. Deswegen musste da jetzt leider immer noch warten. Meine, in der Theorie ist nicht im Witt, ist nicht im Witt hier irgendwie das Passagiergleis auch das Durchfahrtsgleis. War da nicht irgendwas? Ja. 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 Oh, ich stehe mir hier die Füße platt. Du hast Räder und keine Füße. So, schauen wir doch mal, was die ganzen Züge so machen. Da haben wir eine 2 in Corneli, garantiert holzmäßig irgendwas unterwegs. Ja, richtig. Ich bin gerade am Auffüllen und für die ganzen Holzbahn rein. Die 19 ist hinter Bryson. Was macht die 19 so schönes? Mit der Pfeife spielen. Klingt gut. Und hinter uns haben wir einmal die 11 und die 130 garantiert Passagier zu. Ja. Was macht die 11? Ja, ich hole ja noch 2 Wagen in meine Fuhre rein. Okay. Und der 23 ist momentan noch rumstehen. Die fährt momentan keiner. Okay. War die 21 nicht die kaputte Lok? Die 17 war die kaputte. 17, nicht die 23. Achso. So, 3. War die Atlantic nicht mal die 21? Also, die 23 steht in Vitia Depot. Da fahre ich jetzt gerade vorbei. Ja. Timo, darf ich Dilfbo wieder am Halsdangen vorbei an meine Wagen? Ja, darfst du. Jo, und dann, wenn ich dann dran bin, dann kann ich auch versuchen, möglichst zügig aus dem Staub zu kommen, wenn du das willst. Ja, ich bin darum, ja. Der Passagierzug möchte ja nämlich auch endlich noch Wasser fassen und Leute aufnehmen. Wieso rolle ich denn? Lokbremse ist nur gerollt. Auch gut. So, liebe Leute, das wäre jetzt Vitia Depot. Der ehemalige Interchange. Aber das wird doch so spannend, wenn der zweite Interchange dann da ist. Und das dann mit der Güterverteilung wird. Ich freue mich schon so. Aber ich glaube, da braucht man dann mittelfristig wirklich irgendwie so einen lokalen Rangiermeister in Bryson, der dann die Weichen da macht. Wer da von zwei Seiten dann Bryson dicht gemacht wird. Also ich sag's mal so, wer sich das zutraut und gerne machen möchte, kann gerne auf unseren Discord hier joinen. Wir suchen wirklich, sagen wir, fähiges Bahnpersonal. So nicht solche Leute wie mich. Fähiges Bahnpersonal, sowas gibt's? Ja, eine Ausbildung nachweisen und hier Lebenslauf und Bewerbung. Eindeutig, brauchen wir alles. Ja, das wird dann schon spannend, wenn dann hier, keine Ahnung, 14, 16 Leute zeitgleich unterwegs sind. Und der FDL dann alles, was geht, unter Kontrolle hat. Ui, ui, ui. Ja, vor allem bei dem System. Das System ist nicht so schwer. Aber den Überblick dann behalten bei so vielen Zügen. Malzbier, du musst mir dann mal bitte so zurücksetzen, dass du mir den Block frei machst.
Timo, kennst mich, ich bin dabei. Sehr gut. Das reicht, wie ich sehe. Ja. Nächster Halt, Next Stop, BTS Station. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, der alte Zug hat sogar Ansagen, wie toll. Sind die mit Dampfern getrieben? Dampferzug. Ja, wollte gerade sagen, so ein Tipp-Digimin. Auch Dampfelektrik. Wir kennen sowas wie Elektrizität. Keine Angst, es ist mir schon bewusst. Ich fand's einfach nur lustig. Ich fühle mich jetzt gleich schon flachstellen, wenn wir reden, wenn es hier so weitergeht. Keine Sorge, der Zug ist schon im So, Zugchef, mal alle Typen bitte aufmachen. Jawohl. Würde ich Ihnen helfen, die hinten, ich vorne, dann wieder zum Zug machen. Oh, jetzt bräuchte man eigentlich diese Kärtchen, ne? Zum Abfahrt zeigen. Malzbier, du stehst? Ja, hatte da noch kleine Probleme mit der Bremse. Jetzt sollte das gehen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.